Als Risiko nicht direkt. Klar ist jetzt gerade dieses Jahr, ist wieder einem extrem bewusst geworden, dass das auch wirklich direkt vor der Haustür passieren kann. Klar ist auch, es wird nicht einfacher, aber ich sehe das auch so ein bisschen als Chance, dass man da vielleicht mit anderen Früchten, anderen Anbauverfahren so ein bisschen dem entgegenwirkt. Da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen mit Direktsaat am Probieren. Immer mehr Blühstreifen, Naturschutzflächen werden angelegt. Also am Ende hat man eigentlich fast gar nicht mehr diesen Kern der Ausbildung, also das Landwirt sein, Felder bestellen und ernten, ist mittlerweile immer weiter nach hinten gerückt und ist mittlerweile fast nur noch Landschaftspfleger. Direkt jetzt nicht, also wir bauen seit Jahren Zwischenfrüchte an. Wie gesagt, auch dieses Jahr das erste Mal auch in Direktsaat, gleich nach der Ernte, auch mit beeindruckenden Ergebnissen. Aber ist auch ganz klar, dass da die Technik erstmal für vorhanden sein muss und die auch nicht gerade günstig ist. Gerade in Bezug auf regenerative Praktiken, also irgendwie andere Anbauverfahren, erfahre ich eigentlich von der Politik fast gar keine Unterstützung, so was ich jetzt empfinde. Klar ist, dass es mit Unterstützung erstmal einfacher geht, dass man mal schneller was ausprobiert, wenn man irgendwie unterstützt wird, finanziell oder halt auch, ja, wie auch immer. Also.